Es ist natürlich ein mega spezieller und schöner Wechsel von Pirmin. Also, im ersten Moment hat man ja nicht damit gerechnet, dass nach seiner Kunstturnkarriere er irgendwann an den Olympischen Spielen über eine riesen Schanze hingumpelt, oder? Aber man hat immer gesehen, dass Talent da ist für solche Sachen. Ich glaube auch für uns Turner ein riesen Vorbild, dass es eigentlich im Leben immer weitergeht und man sich muss neue Chancen erkennen und die dann auch packen. Ich glaube, das, was immer noch das Gleiche ist wie früher im Kunstturnen, ist sicher das Trampolin und die ganze akrobatische Grundlage. Ich konnte alle Salters und Schrauben schon können. Und dann, als ich zum Aerials gewechselt habe, musste ich mich nur ein bisschen daran gewöhnen, dass ich Skischuhe und Ski an den Füßen habe. Und darum ist, glaube ich, auch der Erfolg so schnell gekommen. Wir bieten von Swissski her Turnerinnen und Turner oder generell interessierte Akrobatinnen und Akrobaten einen einfachen Einstieg über Probetrainings auf der Wasserschanze in Mettmerstetten. Das Potenzial für künftige Aerials-Athletinnen und Athleten ist sehr hoch in der Schweiz. Schon nur aufgrund der grossen Anzahl von Turnerinnen und Turner, die wir haben im Land. Aktuell erreichen wir aber sicher noch zu wenig. Der Pirmin ist für uns sicher ein Paradebeispiel, wie es funktionieren kann. Zum einen mit seinen Grundlagen, die er mitbringt vom Kunstturnen, die beste Voraussetzungen sind für Aerials, aber zum anderen auch durch die weitere Verbundenheit, die er hat mit seinem Turnverein und den Support, den er genießt.